So, wie angekündigt, heute am Ostersonntag den anschließenden zweiten Teil zur Symbolik der Karwoche. Ich begrüße den Bernhard nochmal und vielen Dank, dass du dich bereit erklärt hast, am Ostersonntag eine kurze Aufnahme zu machen. Wir haben uns vorgenommen, 15 Minuten, es wurden schon Wetten abgeschlossen, ob wir das schaffen. Okay, Bernhard, das war sehr eindrucksvoll, was wir da besprochen hatten. Wenn man sich das anhört und das mit der herkömmlichen Geschichte Jesus Christus vergleicht, da kommt man ganz schnell ja, auf den Gedanken, dass das wohl ganz bewusst in eine völlig falsche Richtung gesetzt wurde, was man da glauben soll. Ne? Und die Vorgaben, die da gemacht werden, decken sich jetzt nun mal nicht mit dem, was du uns da präsentiert hast zu den einzelnen Tagen. Du hast das so schön aufbereitet diese Woche, dass du das so kalenderblattmäßig jeden Tag dann mit einem kurzen Text gebracht hast. Und wir hatten die Aufnahme am Mittwoch, soweit ich weiß, gemacht, oder war es Donnerstag, bin mir gar nicht mehr sicher. Und wollten jetzt die letzten verbliebenen Tage noch mal kurz besprechen. Das wäre jetzt der Ostersamstag und der Ostersonntag. Wir haben aufgehört mit der Kreuzigung. Das war der Karfreitag. Und bitte, Ostersamstag. Ja, erstmal schönen guten Ostersonntagvormittag, lieber Michael. Ja, die Herausforderung, vielleicht nochmal hineinzudenken, könnte es denn sein, dass hier ein Einweihungsweg beschrieben ist und es in eine Geschichte eingekleidet werden musste? Ich weiß, dass solche Aussagen gerade bei christlich orientierten Menschen höchst gefährlich ist, die ja im sehr direkten Sinne das Ganze aufnehmen möchten, glauben möchten. Und anders ist es ihnen ja auch nie erzählt worden, dass Jesus in dieser Art und Weise gelebt hat. Ja. Wenn wir mal bitte hineindenken, Einweihungsweg, sich dem einen weihen, das wäre dann unsere 1-4-Verbindung. Ja. Und dass es in jedem Menschen stattfindet und es wenig, in Wirklichkeit überhaupt nichts mit der geschichtlichen Aufarbeitung zu tun hat und wir wirklich dann auch mal innehalten sollten, und das meine ich wirklich bitte, bitte, bitte innehalten sollten, dass es was gibt, das nicht sich im Außen manifestiert, sich nicht im Größter, Bester, Schönster, Höher weiter manifestiert, auch nicht in der bösen 4 manifestiert, sondern dass wir Menschen auf unserem Planeten die Möglichkeit haben, es wohnt ja in uns, diese Eigenschaft haben, den Weg zu uns selber zu gehen, Ja. nämlich zu uns ins Innere zu gehen. Und dazu gehört natürlich auch, das Äußere bewusst wahrzunehmen und mitzunehmen auf dem Weg zu uns innen. So, und davon erzählt, das ist meine persönliche Meinung, sehr eindrucksvoll die Karwoche. Okay. Ja. Und wenn wir dann am Samstag, also Freitag, vielleicht nochmal die Kreuzigung, das ist ja die 4 Elemente, die 4 auch im klassischen Sinne, wie wir es ja auch benutzen mit dem 4-1-Prinzip. Und eins ist unsere Seele. Und das muss in Anführungsstrichen zusammengefügt werden. So, und das ist ja am Karfreitag geschehen, symbolisch. Und alles, was am Karfreitag erzählt wird, ist diese Stelle, wo es stattgefunden hat, diese Zusammenfügung. Und jeder Mensch muss symbolisch ans Kreuz genagelt werden. Und mit den 5 Wunden, ja dann auch die 5 Sinneswahrnehmungen des Menschen nochmal in der Symbolik eingekleidet sind. Und wenn wir dann hinübergehen in die Grablegung, dort müssen wir auch wieder sehr fürsorglich hineindenken, weil wir haben den Josef von Arimathea. Dort wird immer dann der Essener-Orden als rationales mit hineingefügt. Und dort ist ja dann auch der Stein, der dann nochmal
Josef von Arimathea soll dem Essenerorden zugeordnet gewesen sein. Und auch ein verdeckter Jünger von Jesus wird es in der Überlieferung ja genannt. Und er hat das Grab zur Verfügung gestellt und hat dann ja das Ganze erstmal beendet. Dann ist ja der Stein wieder weggekommen, wie auch immer. Und dann ist der Tag der Auferstehung. Ostersonntag. Ostersonntag, der achte Tag. Das Zeichen der Unendlichkeit, die Lemniskate. Hier bitte auch nochmal die Achtung. Acht geben, gib Acht. Ja. Und wenn wir jetzt zur Einweihungswege hineinschauen, dann ist das dieser Zustand im Paradies, bevor die Schlange kam. Es ist ja Paradiesesgeschichte, gibt es ja erstmal die Seele und dann wird hinzugefügt die Geistesfähigkeit, also dass wir denken können. Der Mensch ist ein dreigliedriges Wesen, bestehen aus Seele, aus Geist und aus Körper. Und hier haben wir noch keinen Körper. Wir sind noch nicht so weit, dass es da Körper gibt. Auch hier müssen wir bitte wieder sehr fürsorglich darauf achten, dass wir nicht hineinstolpern und Adam als einen Menschen, so wie du und ich uns vorstellen, sondern Adam ist übersetzt Seele. Und Eva ist unsere Geistesfähigkeit. Ein bisschen einfach formuliert, das hier unten wäre es unser Denken. Aber bitte auch hier Geistesfähigkeit, ein anderes Wort dafür. Erkenntnisfähigkeit wäre nochmal ein Wort. So. Mhm. Und die hatten ja beides im Paradies, haben das Wort für Paradies. Es ist ein Garten in Eden. Eden ist diese Gesamtfläche. Im Alten Testament heißt es Atama. In diesem Grundstück gibt es, oder in diesem Land gibt es extra nochmal einen Garten, ein autarkes Feld. Und dort wurde Adam als erstes, die Seele, und dann die Geistesfähigkeit Eva hineingegeben, hineingesetzt. Und das ist noch dieser Zustand in Einheit. Die Schlange war noch nicht da, sie erkannten sich noch nicht. Und das lässt sich jetzt übertragen auf die Situation Auferstehung. In diesem Zustand sind wir jetzt. Fürs menschliche Bewusstsein schwer vorstellbar, dass sich der Geist an die Seele anschmiegt, aber noch nichts anderes da ist. Und das ist dieser Zustand, der in Einweihungswegen erreicht werden kann, nämlich in mir, wo sich meine Seele und meine Geistesfähigkeit, wir sagen auch gerne die reine Seele und der reine Geist, der Geist schmiegt sich an die Seele und das ist dieser Zustand. In anderen Überlieferungen wird es Glückseligkeit genannt, wenn wir in den fernöstlichen Bereich gehen. Und hier bitte nochmal, dass wir im Moment nochmal innehalten, Michael, es findet in uns statt. Es kann in uns stattfinden. Und wer diesen Weg geht, dann wird es auch stattfinden, diesen Zustand. Und das ist dann, ein bisschen religiös formuliert, die Verbindung mit Gott. Ist der achte Tag dann sozusagen eine Vollendung? Ja, genau. Es ist, die Acht symbolisiert ja auch die 50, wenn wir es auf andere Ebenen tragen. Und die 7 mal 7 ist 49, ist immer noch diese Welt. Ja. Die 50 ist dann die andere Welt. Symbolisiert eben als achter Tag. Ich meine, das ist auch sehr spannend, wenn man die Schöpfungsgeschichte genau anguckt, ja, ja. Dass der siebte Tag nicht endet. Ja. Genau. Und, das ist, wie hat das in dem Buch, das ich da gelesen habe, wurde das sehr, sehr eindringlich gesagt. Das ist ein Zustand, den kann man eigentlich mit den Maßstäben dieser Welt nicht erklären. Genau, genau. Es ist nicht erklärbar. Es gibt nicht die Worte dafür, es gibt nicht den Ausdruck dafür und vor allem, es gibt keine Bedeutung, also Bedeutung im Sinne von Bildern oder irgendetwas, wo man sagen kann, das kannst du jetzt damit vergleichen oder damit vergleichen. Auf der einen Seite ist das gut, denke ich, auf der anderen Seite ist es halt wahrscheinlich genau dieses Mysterium, wo dann viele Menschen dann auch sagen,
man weiß nicht, was da kommt in irgendeiner Form und deswegen hat man irgendwie Angst davor. Aber diese Angst ist absolut unbegründet aus meiner Sicht. Ja, wo bitte ich weniger die Angst an erster Stelle legen würde, sondern wirklich, dass die Menschen so in die Verführung gebracht worden sind, so in die Knechtschaft gebracht worden sind, bis zur C-Zeit und jetzt ja so langsam diese Türen aufgehen. Ja, Ja. also ich stelle auch fest, also wenn ich das jetzt mal aus meiner Sicht, jetzt haben wir ja eine Woche die Lockerungen, wenn man das mal so sagen darf, wenn man das mal auf die Zeit jetzt transportiert. Aber es fühlt sich nicht mehr so an, als wäre es, ich weiß nicht, es ist irgendwie anders. Ja, und vielleicht ein Wort, es fühlt sich nicht echt an. Ja, Oder so möchte. kann man das beschreiben, ja. Ja. Es ist, die Menschen merken, dass irgendwas in irgendeiner Form anders geworden ist. Viele können es natürlich noch nicht greifen und möchten es aber gerne im Außen erleben, wahrnehmen, aufnehmen. In der äußeren Sicherheit. Nur, wenn wir wieder an unser Ostern denken, an unsere Einweihungswege denken, dann geht es darum, dass der Mensch diese innere Sicherheit findet. Und nur die innere Sicherheit ist es, weil außen ist ja die große Veränderung. Und dieser Zustand in uns, dieses Paradies Eden, der Garten in Eden, ist ja diese innere Sicherheit, diese innere Stille, Ruhe ist es nicht, Stille ist es. Ja. Und je Dass einfach mehr nichts mehr Menschen, hinterfragt werden muss, kann man das so sagen? ja, und je mehr Das. einer auf diesen Weg dieser Stille geht, umso mehr zerfließt diese äußere Welt im Sinne der Sicherheit suchen. Ja. Ich bin immer, Michael, sehr, weil wir haben ja diese Welt und ich habe ja ganz bewusst immer gesagt, es gibt die gute Vier und die böse Vier. Warum? Weil, jetzt wiederhole ich mich vielleicht, aber es wird in der Überlieferung auch gesagt, das ist das untere Paradies. Und zwar ist es noch diese reine Welt, die wir ab und zu noch vorfinden, ohne dass es diese Vermischung mit der bösen Vier gegeben hat. Wenn man das vielleicht mal so als Tipp, ich sage das ja, ich habe das letztens, glaube ich, in einem Infoabend gesagt, ja, weil viele auch mit dieser Unterscheidung nicht klarkommen, was ist böse Vier, was ist gute Vier. Ja. Also ich sehe, korrigiere mich, wenn ich es falsch sage, ja. Ich sehe böse Vier jetzt nicht unbedingt unter dem Aspekt des Bösen, ja, ich möchte es mal so sagen. Böse im Sinne von, das ist, also für mich ist das eher so ein verdrehtes Ding, ja. Böse im Sinne von, es verleitet dich in bestimmte Glaubensmuster hinein, in bestimmte Gedankenmuster hinein, dass du denkst, darin liegt dein Heil in irgendeiner Form, ja. Ich kann das gerne ja, nimm dein Auto oder nimm den Akkuschrauber oder irgendwas in der Art, ja. Das ist alles, wenn man das richtig sieht, böse Vier, ja, wenn man das mal so betrachtet. Das sind alles seelenlose, materielle Konstrukte. Jetzt wissen wir, dass da draußen natürlich eine wunderbare Welt ist, aber diese Welt hat auch, ich sage es jetzt mal so, ihre Tücken. Wenn es nachts -2 Grad hat, dann brauchst du eine Behausung, wo du dir ein bisschen Wärme geben kannst. Wenn du es genau nimmst, ist dein Haus auch böse Vier. Ja? Das muss man mal vielleicht so sagen, ja? Wenn du im Wohnblock lebst. Ja? Michael, bei mir ist es so, das Wort böse ist ja bei mir in Bezug auf Urhebräisch und das ist das Wort Ra, wenn du es mal gelesen hast. Und Ja. Ra heißt böse. Ja. Und also bei mir ist dieser böse Bezug auf diese Energien, die wegführen. Ja, genau. Ja, also, und ich glaube, da kann man einen ganz einfachen Tipp eben anwenden, dass man es einfach so betrachtet, wie es ist. Ja? Und dass man einfach sagt, okay, das ist ein Werkzeug oder das ist jetzt das Fortbewegungsmittel oder das ist das, aber das heißt noch lange nicht, dass ich das bin. Ja? Das heißt es nicht. Also in dem Moment, wo ich das glaube, all dieser Materialismus da draußen in irgendeiner Form, der dazu da ist, das Leben zu verschönern, deine Wohnung bunt zu machen und einen schönen, tollen Kasten, wo tolle Bildchen laufen.
wenn du das in deinem Bewusstsein so verankerst, dass du sagst, ich benutze es ganz bewusst eben zu dem Zweck, den ich dann brauche, um danach etwas herzustellen. Akkuschrauber ist erstmal ein Akkuschrauber, ja, und den kann ich bewerten, ob ich den als gut oder böse betrachte, liegt im Auge des Betrachters. Und wenn ich damit Ja. eine tolle Hütte bauen kann oder mir ein Regal an die Wand mache, dann hat das nichts damit zu tun, dass ich mich verführen lasse. Also das meine ich damit, ja. Wir haben ja Entwicklung auf diesem Planeten. Unsere Zellteilung, die Bäume, das Gras, es erlebt, wir sind ja in dieser Entwicklung, sonst wären wir ja in der Einheit. Ja. Ab dem Zeitpunkt, wo die Schlange kam, symbolisch gemeint, begann ja diese Dynamisierung. Vorher war ja diese Ruhe. So, und jetzt gibt es diese Dynamisierungen, die immer sein werden und so auch im menschlichen Bewusstsein, dass zum Beispiel aus Muskelkraft Motorenkraft wurde. Ja. Und hier bitte, und so gab es mal Briefe schreiben und jetzt gibt es Handys. Also es findet ja eine Entwicklung statt, die wir auch nicht aufhalten können, nicht einstellen können, nicht wegnehmen können. Aber hier bitte, solange es Menschsein gibt, wird es Entwicklung geben. Nur die Frage ist, wofür dient diese Entwicklung? Ganz genau. Ja. Und das ist dann wieder so ein Punkt, ja, betrachtet man das systemisch, ja, dann ist es im Sinne vielleicht irgendwelcher Gestalten, die eine Welt erschaffen wollen, die vielleicht gar nicht in unserem Sinne ist, ja, wo Genau. der ganze Kram gemacht wird. Ja. Wenn ich über den Gedanken nachdenke und mich dann einfach frage, was hat das alles mit mir zu tun, dann bin ich eigentlich schon auf der richtigen Spur. Ja. Und wenn es nur darum geht, da draußen mir eine Terrasse zu basteln in meinem Garten, ja, dann ist das auch okay. Da gibt es Genau, nichts dran zu denken. Ja, genau. Das ist das, was ich meine. Also wir haben immer die Möglichkeit, eine Unterscheidung zu treffen und das in unserem Ermessen, ja, in unserem Ermessen dann für uns zu nutzen oder auch nicht. Und das Ermessen wiederum, das ist für mich dann diese Ratio, ja. Also all das, was mit Verstand kommt und was mit klaren, logischen Gedanken kommt, ja, was nicht unbedingt etwas mit Intuition zu tun hat. Intuitiv würde ich sagen, kannst du nicht mit Logik gleichsetzen. nee. Weil ich sag schon seit 2 Jahren, je verrückter deine Ideen sind, umso abnormaler ist es. Und genau die Abnormität ist letztendlich dann, die führt zur Einzigartigkeit und zur Individualität. Genau, es geht um Individualität, Wo ist wo das? ein Baum auch Individualität hat. Wo Und ist das? wenn du deinen Balkon magst oder deine Terrasse magst, dann ist auch die Frage, ob du es magst für draußen, größter, bester, schönster, höher, weiter, oder ob du darin eine Individualität findest. Genau. Das ist ein Riesenunterschied. Riesenunterschied, genau. Genau. Und das Wieso war, kannst du es bitte auch mit Massentierhaltung machen? ja klar, natürlich. Ja? Wobei, da wir ja auch nicht weit weg davon sind, oder? Genau. In manchen Vielleicht Bereichen. kannst du mit genmanipulierten Tomaten machen. So, und die Herausforderung ist, und es wird ja weggenommen gerade, also kann einer sagen jetzt, was er will, das wird da außen weggenommen. Und es muss weggenommen werden, weil wir in eine neue Zeit hinübergewandert sind. Wahrscheinlich ist es so, dass die Gewichtung nicht mehr der Natur entspricht. Genau. So sehe ich es. Ja, Und die deswegen musste Natur. das musste kommen. Ja, und ist alles in Ordnung. Sehe ich auch so. Ja, die Herausforderung ist, bitte, bitte nochmal, uns wurde von Anbeginn die Möglichkeit, die Eigenschaft mitgegeben, dass wir auch diese, jetzt sage ich es nochmal, die gute vier mitnehmen können auf den Weg zu uns selbst. Und das ist die Herausforderung. Bernhard, ein Schlusswort für diese Woche. Ein Schlusswort für diese Woche. Ich hatte die letzten beiden Tagen in Vorbereitung auf unseren Kurs Genesis 2 Tage nochmal ausgearbeitet, nochmal tiefer ausgearbeitet, was die Inhalte sein werden. Und gestern hatte ich dann noch Besuch und dann hat er gefragt, was hast du gemacht? Sagte, ich habe jetzt 2 Tage ist tiefer ausgearbeitet. Was gibt es Schöneres an Ostern, als die Bibel zu übersetzen? Das ist mein Schlusswort.
Ganz individuell. Genau. Okay. Ich danke dir für dieses kurze Statement nochmal. Ich Und danke dir. von meiner Seite noch, am Dienstagabend haben wir Infoabend, ja, 20 Uhr über W14 Infoabend-Kanal, schicke ich hier noch dazu. Und nächste Woche werden wir wieder voll in die Aktivitäten einsteigen. Und Mittwoch ist was geplant, Donnerstag ist was geplant. Übernächste Woche dann du mit deinem Infoabend nochmal über diese ganze Genau. Geschichte. Stell mal alles Genau. noch dazu, den Link hänge ich noch dazu. Und Bernhard, ich wünsche dir noch ein schönes Osterwochenende samt Feiertag am Montag. Ja. Ganz kurz noch was. Wieso gibt es einen Ostermontag? Weil es ja noch nicht zu Ende ist. Es geht ja noch weiter. Er ist ja dann noch mal wohin gegangen. Stimmt. Aber das ersparen wir uns, wir lassen es Das ersparen wir einfach. uns. Alles Genau. klar. Ja, weil Ja, dann also alles Liebe, der Mond wieder eine all Rolle die spielt. uns, die hineinsehen in unser Gespräch oder hineinhören in unser Gespräch, natürlich selbstredend noch einen wunderbaren Ostersonntag. Und vielleicht denkt der eine mal daran, wie wunderbar es in uns ganz persönlich wohnt. Okay. Bernhard, ich danke dir. Ich danke Mach's dir. gut. Alles Liebe, alles Liebe.